Wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, und damit ein kräftiges herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen, heute mal ein Einkaufsvideo. Leute, hier ist wieder Onkel Salami zu dem TV, der ostdeutsche Aussie mit einem Mordsappetit, ständig auf der Suche nach neuen kulinarischen Köstlichkeiten. Leute, ich war gerade in zwei Supermärkte. Ah, der Beutel ist voll, randgefüllt, ja, der ist ein bisschen dreckig. Ein Griechenland-Beutel, den halt schon 2, 3 Jahre. Aus dem Griechenland-Urlaub. Ich war immer, Leute, ich war bei Kaufland und immer bei Edeka. Und was ich mir heute geholt habe oder was ich mir gekauft habe, das möchte ich euch mal kurz zeigen. Ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren. Okay, Leute, wir fangen an. Ich habe mir erstmal geholt eine schöne Honigmelone. Honigmelone, die kannst du dir so in der Mitte aufteilen. Bapapap. Und schneidest dann die Schale ab und so, und dann kannst du das so richtig schön snacken und footen. Ist immer eine frische Angelegenheit, ja, und ja, alle sind glücklich damit. Dann habe ich mir geholt, Leute, immer Käse von Kaufland. Das ist so ein Rohmilchkäse, ja, der war ja nicht teuer. Der hat jetzt 2,83 Euro hat der Käse gekostet, ja. Schön Rohmilch, will ich mal probieren, will ich mal so auch snacken, oder wenn ich mal gehacktet mache oder so, schön drüber drapieren und in einer Heißluftfritteuse, und dann schmilzt ja so schön weg, und ja, dann kann man sich auch instant gönnen. So, was habe ich mir noch geholt? Ja, hier wird es ein bisschen zitromäßig, hier jetzt fruchtmäßig. Ich habe mir ein Netz Zitronen geholt, Leute. Ein ganzes Netz Zitronen. Ja, dann kannst du dir auch schön aufschneiden und dann in der Presse schön Rindpressen oder morgens zu deinem Wasser, Zitronenwasser, trinken, schmeckt gut, soll wohl den Stoffwechsel anregen, keine Ahnung, habe ich gehört, weiß ich auch nicht. Ja, dann ist mir das Paprikapulver ausgegangen, dann habe ich mir immer Paprikapulver geholt. Paprikapulver, war auch ja nicht so teuer, 1,79 oder so, sonst kosten ja die Dinger immer 2 Euro noch was, aber das Pulver hier, das habe ich für den unschlagbaren Preis von 1,79 erworben. Ich kriege immer ein trocknet Maul, wenn ich so schnell laber. Und dann, Leute, will ich mir eine Linsensuppe machen. Das erstmal noch nicht. Dann will ich mir eine Linsensuppe machen. Und deswegen, Linsen habe ich noch im Haus, habe ich gesehen. Und deswegen habe ich mir hier immer Suppengrün geholt. Schön für Linsensuppe, kann ja nicht schaden. Kartoffeln habe ich auch noch ein paar im Haus, die brauchte ich mir auch nicht kaufen. Und dann, ich habe gehadert. Da war immer, wie heißt das jetzt? Da war immer eine Weinscheibe und immer hier so eine Cabanossi von Kaufland. Und ich so, Linsensuppe und Rindfleisch, passt nicht. Ja, okay, dann habe ich mir für die Cabanossi entschieden. Die werde ich dann irgendwie rinschnippeln oder so. Und das Suppengemüse, das gibt immer noch einen leckeren Touch, so einen schönen Touch. Ja. Video übrigens demnächst auf meinem Kanal, Linsensuppe mit Cabanossi. Ja, was habe ich mir noch geholt? Ja, jetzt nicht unspektakuläre Tier. 10-mal Eier, Freiland, Haltung. Ob die wirklich so frei auf der Wiese oder auf der Koppel rumrennen, die Hühner, wie man denkt, ich weiß es nicht. Freiland kann ja auch sein, dass die zu Hunderten im Stall rumrennen und die nur 3 Quadratmeter pro Huhn haben. Ja. Schade, ich wollte eigentlich braune Eier, aber die hatten leider nur weiße Eier. Ah, aber ich persönlich, schmeckt da auch keinen Unterschied. So, und dann will ich mir mal wieder, ach so, oh, was ich auch gekriegt habe, habe ich ja noch nie gesehen. Und zwar von Hellmanns Trüffelmayonnaise. Mayonnaise mit Trüffelnote. Wie das schmeckt, ich kann es ja mal probieren. Ich probiere mal hier fast live vor der Kamera das erste Mal Trüffelmayonnaise. Ja, wo kriegt man eigentlich Trüffel zu kaufen in der freien Wildbahn? Also, mir ist nur bekannt im KDW, aber so wüsste ich jetzt nicht, wo man Trüffel irgendwie zu kaufen kriegt oder so. Keine Ahnung. Ich werde die mal probieren. Zum ersten Mal Trüffelmayonnaise, Freunde. Ohne Witz, Premiere.
Oh ja. Trüffel schmeckt so ein bisschen pilzartig. Als wären sie so Pilze aus dem Wald. Naja, ein Trüffel ist ja auch ein Pilz, wa? Und das ist ein Trugschluss, wenn man sagt, Trüffelschweine holen die Trüffel aus dem Boden. Mittlerweile machen das Hunde. Mittlerweile holen die Hunde die Pilze aus dem Boden. Ich möchte mich erinnern daran zu haben, die Pilze wachsen gerne unter Eichen. Ja? Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen, sprach einst der Großvater schon. So Leute, den habe ich mir geholt vom Kaufland. Ehemal schöne Buschbohnen. Die kamen wahrscheinlich aus dem Busch. Aus dem Busch kamen die, genau. Ja. Aber das ist doch mal nervig, die Dinge abzuschnippeln. Ich glaube, das werde ich mit der Schere machen. Dann werde ich die kochen, bis sie gar sind. Und dann werde ich die nochmal in Butter schwenken. Und dazu mache ich mir ja auch wieder ein paar Buletten, die ich mir von Edeka geholt habe. An der Fleischtheke. Für 500 Gramm. Für 6,97 €. Ja, ich kann diesen abgepackten Dreck nicht mehr sehen hier. Aus den Supermärkten hier. Es fehlen mir die Worte. Diese Pack aus die ollen Plastedinger, Plasteverpackung, Junge, das ist so eklig auf Dauer. Ja, dann hätte mir noch eine Mango geholt. Die ist schön weich. Ich hasse ja so eine harten Mangos. Da musst du mal 3 Tage und eine Woche warten, bis die Mangos weich sind. Und dann hast du auch keine Lust mehr drauf, weil ich habe ja jetzt Bock auf eine Mango und nicht in 3 Tage erst. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, denn jetzt, das ist hier ein ganz zusammengewürfelter Haufen. Dann habe ich mir die Butter geholt. Auch vom Kaufland. Oh, für 2 €. Ja, 2 €. Und dann, ja, last but not least. Mein Duschbad ist alle lang. Ich habe mir mal wieder ein Duschbad gegönnt von Nivea. Ich wechsle immer Duschstars, Nivea, dies, das und so. Und heute habe ich mal Nivea geholt. Ja, und riecht ganz fresh, riecht ganz gut. Ja, Freunde, ach, das letzte noch. Dann habe ich mir noch einmal Waschmittel geholt, weil mein Waschmittel ist jetzt zu Neige gegangen. Ich habe jetzt schon 3 Tage. Nee, Quatsch, anders. Ich habe jetzt schon 2 Maschinen. Mit Duschbad hier waschen. Ja, mit Duschbad. Und ja, das riecht ja doch nicht so, wie als wenn du wirklich mit Spee wischt oder Ariel oder Meister Propper oder so. Ja. Ja, riecht ganz angenehm. Also, viele, die knallen ja da so viel drin. Einen halben Becher hier oder so. Aber ich mache wirklich nur, wirklich von dem Becher, einen halben Becher. Das ist so konzentriert und so intensiv. Das reicht völlig aus. Da riecht die ganze Bude danach. Ja, Leute, jetzt ist der Beutel aber wirklich leer. Da, leer. Jo, das war mein kurzer, knackiger Einkauf. Wollte ich euch nochmal zeigen. Die Trüffelmayonnaise, die hat es ja echt in sich, wa? Die schmeckt richtig lecker. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob da nicht der Trüffel drin ist. Ich bezweifle. Gut, ein bisschen wird drin sein, klar. Aber jetzt, da werden wohl auch wieder Aromen drin sein. Sein Urgroßonkel, mehr kann man nicht lesen, ist so klein die Schrift. Okay, Leute, ich wollte euch mal nur meinen Einkauf zeigen von Edeka und von Kaufland. Ja, ich habe mir heute Morgen 15 geholt. Der ist fast schon wieder leer. Also, ich weiß nicht, wo das noch alles hinführen soll. Wir lassen uns alle überraschen. Und ja, in dem Sinne sage ich, bleibt alle gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mein Name ist Salami zu dem TV. Tschüss.